Die Börsen zittern ja ständig, aber letztlich kommt es auf die langen Trends an. Aktien waren ja seit der Finanzkrise 2007 nicht mehr so gefragt. Naja, eigentlich waren sie es schon seit dem Platzen der Internetblase 2000 nicht mehr gefragt. Also da sollte man jetzt mal nachdenken, ob es vielleicht einen neuen Aktienboom geben könnte. Am besten so einer wie im Jahre 1982. Damals, nach den mageren 70er Jahren, glaubte niemand daran. Und plötzlich kam dieser Boom mit Macht. Herzlich willkommen zum Börsenplatz 5, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Mein Gast heute kennt sich mit längeren Zyklen sehr gut aus, auch wenn er sie nicht alle durchlebt hat. Aber sie sind ja dokumentiert. Ich begrüße Marco Herrmann, Geschäftsführer der Fiduca Depotverwaltung, die vor mehr als 40 Jahren von den Börsenlegenden André Costolani und Gottfried Heller gegründet wurde. Naja, und die beiden sind natürlich sozusagen wirklich Börsenerfahrung pur. Herr Herrmann, jetzt erstmal wieder ein bisschen kurzfristiger. Bevor wir über einen neuen Zyklus reden, müssen wir mal gucken, ist der alte denn jetzt eigentlich vorbei? Und der Zyklus, der uns in der letzten Zeit immer wieder begleitet hat, das war der Zyklus sinkender Zinsen, auch mit sinkender Inflation. Und das hat, ich weiß nicht, 30 Jahre gehalten. Die Frage ist zu Ende. Ja, zunächst mal guten Tag, Herr Dr. Jünemann. Bei Anleihen kann man ganz klar sagen, der Bullmarkt ist aus unserer Sicht vorbei. Wir haben jetzt 30 Jahre lang stark fallende Zinsen gehabt, von zweistelligen Bereich bis unter 2%. Diese Phase ist definitiv vorbei. Mhm. Selbst Unternehmensanleihen, die immer noch sehr ordentliche Renditen gebracht haben, nach der Rallye im letzten Jahr, notieren die im Schnitt nur noch bei 1,5%. Mhm. Das kann keinen Anleger zufriedenstellen. Gut, wir schauen uns die Zinsentwicklung an, der Kapitalmarktzinsen, auch der Unternehmensanleihen, die Sie angesprochen haben. Und dazu muss man ja sagen, bei dieser Entwicklung, da haben die Notenbanken mitgemischt. Also die haben die Märkte ganz schön manipuliert. Die Frage ist, kann sich denn das ändern? Oder nochmal anders gesagt, könnte es jetzt auch gefährlich werden? Denn wenn die Zinsen so niedrig sind und sie steigen plötzlich, das gibt ja herbe Verluste. Das ist ja naheliegend, wenn der Bullmarkt vorbei ist, dass man sagt, jetzt beginnt der Bärmarkt. Ja. Da so weit gehen wir nicht. Das erwarten wir jetzt nicht unmittelbar für die Anleihenmärkte. Wir gehen eher davon aus, dass wir eine sehr lange Phase stagnierender Zinsen sehen werden, weil einfach die hochverschuldeten Staaten sich keine höheren Zinsen leisten können. Deswegen haben wir ja die Notenbanken, die diese Märkte manipulieren. Mhm. Beispielsweise die amerikanische Notenbank, die pro Monat 85 Milliarden Dollar in den Markt reinpumpt. Aber alle Staaten sprechen doch davon, dass man Schulden abbauen muss, dass man zu soliden Finanzen zurückkehren muss. Schauen wir uns mal die Entwicklung der Schulden an, und zwar auch gleich mit einer Prognose bis zum Jahre 2016. Wenn ich da so drauf schaue, dann sehe ich, naja, bei den Deutschen von den Industrieländern sieht es noch ganz gut aus, aber die anderen, da werden immer mehr Schulden gemacht. Und ganz am Ende natürlich Lateinamerika und so, die haben natürlich eine viel bessere Situation. Also da stellt sich die Frage, ist das gefährlich oder ist es kein Problem? Solange die Zinsen zahlen können, muss man sich keine großen Sorgen machen. Und dazu noch die Manipulation durch die Notenbanken. Naja, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach. Also hier sieht man ganz klar auf der Grafik den Trend, dass seit 1991, also in den letzten 20 Jahren, die Verschuldung der Staaten massiv angestiegen ist. Mhm. Und wir haben auch eine Prognose vom IWF genommen für 2016. Und der IWF neigt ja eher dazu, sehr optimistische Prognosen abzugeben. Und selbst da sieht man keinen Schuldenabbau. Sprich, die Staaten werden ihre hohe Schulden behalten und können diese nur dann bedienen, wenn die Zinsen entsprechend niedrig bleiben. Mhm. Bestes Beispiel ist Japan. Die haben eine Verschuldung von fast 250% zum Bruttoinlandsprodukt. Und die zahlen darauf aber nur ungefähr 0,6% Zinsen. Deswegen können die sich diese Schulden überhaupt leisten. Einen höheren Zins von 2% wäre für Japan gar nicht finanzierbar. Deswegen müssen die Zinsen niedrig bleiben. So, das ist der große Trend. Also kein Bärenmarkt bei den Renten, aber zumindest auch kein Bullenmarkt mehr. Wenn man so will, noch keine richtige Wende. Aber jetzt kommen wir zu dem, was kann man denn noch tun? Also es ist ja schon gebetsmühlenartig, wenn man redet davon, man braucht Sachwerte, man braucht Aktien. Aktien bieten eben halt doch noch ordentliche
auskömmliche Renditen, aber die Privatanleger halten sich zurück. Die Versicherungen würden gerne Aktien kaufen, können es nicht, weil sie dann wiederum Anleihen kaufen müssten, um die Aktien abzusichern, so verrückt wie es nun im Halt ist. Also wenn die Versicherungen jetzt tatsächlich wieder Aktienquoten von 20% hätten, wie vor 10, 15, 20 Jahren, das ist gar nicht auszudenken, wo der DAX dann wäre. Ja, wir können eine ganz einfache Rechnung mal anstellen. Also der deutsche Anleger, der hat rund 4,8 Billionen Euro an privatem Geldvermögen. Und davon sind nur 5% in Aktien investiert. Und vor rund 15 Jahren, also Ende der 90er Jahre, waren das mal 15% gewesen. Wenn der jetzt nur beginnen würde, ganz leicht seine Aktienquote anzuheben, von, sagen wir mal, 5 auf 7,5%, dann sind das 120 Milliarden Euro. Das sind 12% der Marktkapitalisierung aller deutschen Aktien. Und das wird sicherlich den deutschen Aktienmarkt unterstützen, wenn diese Bewegung stattfindet. Und da ist noch gar nicht mal berücksichtigt, dass Versicherungen dies auch tun können. Ja, gut, die niedrigen Zinsen tun ja vielen weh. Also vielleicht kann es tatsächlich diese Bewegung geben. Und wenn dann die Kurse steigen, dann laufen natürlich alle hinterher. Aber wir wollen natürlich fragen, ob das auch fundamental gerechtfertigt wäre. Hier hätten wir ja sozusagen ein Ergebnis einer bestimmten Marktmanipulation, die dann die Aktien treibt. Und wir schauen uns deswegen nochmal den DAX an. Und da haben Sie aufgetragen, auch wie sich die Indexgewinne, so heißt es, also die Aktien oder die Gewinne pro Aktie im DAX sich entwickeln mit einer Prognose. Und da sind Sie relativ zuversichtlich. Warum? Naja, also man kann natürlich jetzt sagen, die Aktienmärkte sind ja letztes Jahr auch sehr stark gestiegen und die sind jetzt einfach viel zu teuer. Aus unserer Sicht sind die Aktien die einzigen Investments oder Anlageklassen, die es noch gibt, die überhaupt noch günstig bewertet sind. Und wie man sehr schön an der Gewinnentwicklungsgrafik sehen kann, die Gewinne sind viel weiter vorausgelaufen. Wir haben neue Höchststände gemacht in den USA, in den Schwellenländern, auch beim DAX hat man neue Gewinnhöchststände erreicht. Und deswegen haben Aktien aus unserer Sicht noch ordentliches Potenzial nach oben. Mhm. Für dieses Jahr werden rund 700 Euro Gewinn im DAX erwartet. Das ist ein Kursgewinnverhältnis von nur 11. Mhm. Historisch lagen wir eher zwischen 13 und 15. Mhm. Und alle anderen Anlageklassen sind komplett überteuert, während Aktien eigentlich im Vergleich günstig sind. Ja, aber sie sind eigentlich schon seit relativ langer Zeit günstig. Das macht die Sache natürlich so extrem schwierig. Und sie schwanken eben manchmal, je nachdem, wie auch die Stimmung der Anleger ist. Also, Sie hoffen auf den Aktienboom. Wir wissen noch nicht, ob er kommt. Die Frage ist, wie soll ich mich ganz generell mal als Anleger positionieren? Muss ich mehr Aktien haben? Ja. Also wenn man Geld verdienen will, führt kein Weg an der Aktie dran vorbei. Wir haben gesehen, die Anleihenzinsen sind sehr, sehr niedrig. Das Potenzial, dass diese Zinsen noch weiter fallen und man damit Kursgewinne erzielen kann, ist äußerst begrenzt. Man hat eigentlich nur mit Aktien überhaupt eine Chance, eine ordentliche Rendite zu verdienen, die über der Inflationsrate liegt. Ja. Man muss aber natürlich wissen, Aktien schwanken stärker. Deswegen kommt es halt eben auch darauf an, dass man grundsolide Unternehmen nimmt mit einem guten Geschäftsmodell, die auch verschiedene Krisen sehr locker überstehen können. Und dann kann man auch mit Aktien gut schlafen. Und Renten haben Sie dann gar nicht mehr drin? Natürlich, ein bisschen noch, klar. Natürlich, ein bisschen Anleihen hat man immer mit dabei. Man braucht etwas, um das Portfolio zu stabilisieren. Nicht jeder kann sich eine hundertprozentige Aktienquote leisten, gerade Versicherungen nicht, die brauchen Puffer. Ja. Entsprechend, man muss natürlich schauen, in welcher Welt leben wir. Wir leben zum einen in einer Welt, die sehr hoch verschuldet ist. Mhm. Wir werden deswegen keine stark steigenden Zinsen sehen. Mhm. Und deswegen kann man zum Beispiel in seinem Anleihenportfolio neben Unternehmensanleihen, kann man ja auch Anleihen aus den Schwellenländern mit hinzunehmen. Mhm. Da hat man eine Diversifizierung bei der Währung und man investiert in Staaten, die eine deutlich geringere Staatsverschuldung haben. Schauen wir uns mal noch ein Portfolio an, das Sie uns mitgebracht haben für den mittelfristigen Anleger, der so orientiert ist, dass er in diesem Fall sagt, naja, 5 Jahre, 10 Jahre will ich schon als Perspektive. So, wie ist dieses jetzt zu verstehen? Dazu jetzt ein paar Erläuterungen. Ja. Also zum einen haben wir hier ein Portfolio zusammengestellt, was rund 60% Aktien aktuell hält. Wir sagen ja, wir erwarten relativ geringes Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren, weil höhere Schulden das Wirtschaftswachstum einfach bremsen. Mhm. Entsprechend sollte man auf Regionen setzen, die höheres Wachstum haben. Das sind zum einen die Schwellenländer oder zumindest in Unternehmen investieren, die von dem höheren Wachstum in den Schwellenländern profitieren. Ähnliches gilt für USA, wo das Wirtschaftswachstum auch so allmählich wieder an Fahrt gewinnt. Auch da würden wir einen Teil investieren.
Wir haben aber auch 5% Kasse aktuell im Portfolio. Mhm. Rückschläge sind ja nie auszuschließen. Generell ist eine gewisse Sorglosigkeit auch gerade festzustellen, nicht nur bei den europäischen Politikern, die denken, die Krise sei nahezu vorbei, sondern auch an den Märkten, wo man einfach sieht, dass die Risiken nicht richtig eingepreist sind. Das könnte mal eine Korrektur geben. Und dann würden wir diese 5% Liquidität auch nutzen, um den Aktienanteil noch mal ein Stückchen hochzufahren. Naja, Korrektur ist ja harmlos. Vielleicht gibt es ja wieder einen Crash. Gut, so kurz nach dem letzten großen Crash, das war 2008, gibt es normalerweise keinen so schnell wieder. Aber das ist ja nicht ganz auszuschließen. Also kommt der nächste Crash schon wann? Das lässt sich bei einem Crash nie sagen. Er kommt meistens unverhofft, wenn man ihn halt eben gar nicht erwartet. Wir sehen aber auf aktueller Basis eigentlich eher weniger Risiken für einen größeren Crash. Die Notenbanken fluten die Märkte, es ist zu viel Liquidität da und man sucht eine rentierliche Anlage. Und dieser Trend wird einfach die Aktienmärkte auch unterstützen. Definieren wir das doch mal anders. Wir wollen einen Crash nach oben. Das wäre doch der Beginn des Booms. Also ist die Zeit im Augenblick für diesen Aktienboom, von dem wir anfangs gesprochen haben, so günstig wie wirklich in den letzten 20 Jahren nicht mehr? Naja, wir hatten ja den Beginn des Bullmarkts bei den Anleihenmärkten 1982. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt drehen wir das einfach mal rum. Mhm. Und die Anleihenmärkte gehen zumindest seitwärts und die Aktienmärkte fangen mit einem neuen Aktienboom an. Mhm. Das ist gar nicht auszuschließen, auch wenn die Ursachen natürlich ganz andere sind. Mhm. Sie erinnern sich vielleicht, 1982 hat man mit massiven Zinserhöhungen die Inflation bekämpft. Mhm. Heute versucht man eher mit einem Drucken von Geld Inflation zu erzeugen, damit die Staaten ihre Schulden zurückzahlen können. Mhm. Das führt einfach dann zwangsläufig zu Umschichtungen Richtung Aktien, die etwas Rückenwind bekommen. Und deswegen glauben wir, dass Aktien die Aktienanlageklasse sind der nächsten Jahre. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Das nehmen wir natürlich auf. Aktien, die Anlageklasse der nächsten Jahre. Aber wir haben auch gehört, Schwankungen wird es immer geben und die muss jeder Anleger natürlich einkalkulieren und deswegen eine gewisse Risikovorsorge betreiben. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter daf.fm. Das war's, herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.